Roma Amor Mio. Mit diesen Bildern und mit diesen Klängen sind wir mitten in der Ballettschule Kreuzlingen und ihrer neuen Schule. Und ich begrüße ganz herzlich die Hauptpersonen von dieser Show, vis-à-vis von mir gerade Carmelina Kirstein, Inhaberin und Begründerin von der Ballettschule Kreuzlingen. Hallo. Und nebendran gerade Michelle Senn und ganz zu der Rechten Marie-Louise Görner, Hauptdarstellerin der Show. Carmelina Kirstein, deine Ballettschule hat ein Jubiläum. Sie ist 2017 gegründet worden. Seitdem hat es grosse Pläne und grosse Erfolge gegeben mit Weltmeisterschaften, Shows und so weiter, kann man sagen. Was waren die Highlights in den letzten 5 Jahren? Ja, also wir hatten schon einige Highlights. Die Ballettaufführungen waren immer meine persönlichen Highlights. Aber ich glaube, das ganz große Highlight dieses Jahr ist unsere Vize-Weltmeisterschaft. Wir haben die Vize-Weltmeisterschaft nach Kreuzlingen geholt mit unserem Team Swiss Meisterschaftsgruppe. Und das ist unser aller persönliches Super-Highlight. Kann man fast nicht toppen. Nein. Außer die Show, die jetzt kommt. Vielleicht gerade mal noch zu dir. Michelle Senn, bevor wir in die richtige Show einsteigen, du bist beste Schülerin, ich muss es ein bisschen ablesen, weil es sind so viele Sachen, die man da sagen kann. Du hast Tanzausbildung bei der Carmelina Kirstein gemacht, hast aber nachher noch eine weitere Ausbildung gemacht, die du uns sicher noch erzählst. Du bist jetzt Teammitglied der Ballettschule Kreuzlingen. Du warst mehrmals schon Hauptdarstellerin der Shows. Was bedeutet das für dich, jetzt hier mitzumachen und einfach halt auch in der Ballettschule Kreuzlingen zu sein? Und was ist dein Werdegang? Also, ich verdanke der Ballettschule Kreuzlingen der Carmelina, dass Tanzen der grosse Bestandteil von meinem Leben ist, was jetzt ist. Durch sie habe ich mich getraut, den Schritt zu gehen und voll aufs Tanzen zu setzen, dass ich das als Vollzeit mache. Und ja, es war so sehr ein schöner Werdegang mit der Carmelina. So, alle, ich habe ihre angefangen, dann ja, kann man sagen, pre-professional bei dir. Mhm. Und dann 3 Jahre in Zürich. Jetzt die professionelle Ausbildung und das ist jetzt so der krönende, nein, nicht Abschluss, das klingt so abschließend, aber vom Weiteren. Der krönende Beginn. Im Weiteren. Genau. Der Abschluss der Ausbildung ist jetzt irgendwie wie die Show. Also so. Ja, es hat ganz einen speziellen Stellenwert für mich. Marie-Louise Görner, du bist die weitere Hauptdarstellerin. Warum Ballett? Warum Tanzen? Was bedeutet das für dich in deinem Leben? Also ich tanze schon seit klein auf. Also Tanz hat schon immer einen festen Bestandteil in meinem Leben gehabt. Und es war immer ein ganz toller Ausgleich gewesen. Und ich konnte mich immer so wohlfühlen während dem Tanzen. Es ist meine eigene Welt. Und ich tanze, seit ich 12 bin, bei der Carmelina. Früher angefangen mit Ballett. Jazz, Hip-Hop, Contemporary, Commercial. Und seit 4 Jahren bin ich in der Wettkampfgruppe von der Ballettschule Kreuzlingen dabei. Und ab nächstem Februar starte ich dann meine Pre-Professional-Ausbildung auch in der Ballettschule Kreuzlingen. Carmelina, da bist du sicher auch stolz, wenn du da kannst, deine Schülerinnen präsentieren. Jetzt kommen wir aber auch zu der Show. Du sagst das so schön. Sag mal den Titel von eurer Show. So richtig in Roma Amor Mio. Und da merkt man, wenn man das so hört und auch wenn man die Bilder sieht vom Einspieler, da ist so viel italienisches Temperament und Herzblut drin. Bist das du eigentlich? Ja. Das ist, ja, es ist eine sehr persönliche Show, natürlich. Es ist absolut 100% italienisch. Das ist ein Teil meiner Kindheit. Das ist Musik aus den 60ern, aktuelle Musik aus Italien. Da fühle ich mich verbunden. Ich bin mit dieser Musik aus den 60ern aufgewachsen. Das war die Musik meines Vaters. Der verdanke ich sehr viel. Also das hat mich zu dem gemacht, was ich jetzt bin. Und diese Show ist eigentlich für meine Eltern. Das ist so für mich. Dankeschön an meine Eltern, dass ich das bin, was ich jetzt bin. Und ja, deswegen italienischer geht es, glaube ich, nicht. Du bist eigentlich
All-in-One, kann man sagen. Du bist Tänzerin, du bist Choreografin, du bist Regisseurin. Ja, wie bringst du das alles unter einen Hut? Beziehungsweise ja, dass ich noch einiges vergessen, Promoterin und Werbespezialistin. Ja. Ja, kannst du das ein bisschen beschreiben? Ja, also Tänzerin bin ich nicht mehr. Ich tanze nicht selber mit. Ich wirke trotzdem mit und führe ja die Regie. Ich habe die Story geschrieben, aber ich habe natürlich ein tolles Team. Ohne dieses Team und diese Mädels wäre das alles nicht so gewachsen, wie es gewachsen ist. Und ja, das ist, ich bin nicht alleine. Ich bin vielleicht die Spitze der Pyramide, aber ich habe sehr viele Menschen, die mir helfen und die mir schon seit Jahren helfen und wo wir zusammengewachsen sind und über die Jahre mit jeder Aufführung, jeder Show. Und jetzt kann ich eigentlich sagen, wir sind echt ein wahnsinnig gutes Team geworden nach so vielen Jahren und vertrauen aufeinander. Jeder hat seinen Job. Und ich mische mich nicht ein, sie mischen sich nicht in meinen Job ein und das funktioniert, das klappt einfach. Ich bin sehr stolz darauf, dass ich so unterstützt werde. Wer ist denn da außer so dabei im Team? Wahrscheinlich kann man nicht alle jetzt nennen, aber so die Hauptpersonen vom Team? Also ganz sicher, das Hauptteam sind mein Mann und ich. Wir sind ja auch die Ballettschule, wir haben aber hinter uns natürlich den Förderverein für Tanz und Kultur, der das unterstützt. Da sitzen mein Maskenteam, da sitzen die Jungs, also ich nenne sie Jungs, aber es sind eigentlich unsere Ehemänner, die dann den ganzen Aufbau betreiben. Ja, meine Schwiegermutter und meine Mutter, die Kostüme immer noch anpassen. Und eben diese Mädchen, also sie tanzen nicht nur, sondern wir besprechen alles. Das Ganze wächst zusammen, die Story wächst, jeder hat seinen Job, jeder trägt dazu bei. Also es ist nicht nur, dass sie dann die Hauptdarstellerin sind und tanzen und fertig, sondern sie sind einfach immer da. Und das sind nicht nur zwei, sondern da sind noch mal ganz schön viele andere, die auch noch da mitgewachsen sind. Und unsere Kleinen, inklusive meiner Tochter, die sind ja mittlerweile auch nicht mehr so klein, die tragen auch noch dazu bei. Also ja. Große Familie. Große Familie, genau. Michelle Senn, was erwartet uns quasi von der Story her? Was ist deine Rolle? Also es ist eine Liebesgeschichte eigentlich. Und ich darf mich verlieben in dieser Show. ja, mehr verraten wir nicht. Es geht durch. Ja, also was bist? Ich bin Italienerin. Marina. Genau. Und es geht eigentlich um eine Ferienromanze, also es, oder vielleicht wird es auch mehr, wer weiß. Ja, das weiß man noch nicht. Aber es kommt ein Tourist. Und im Einspieler sieht man auch, dass die dich da in den Haaren raufen. Also es geht auch noch sehr leidenschaftlich und temperamentvoll zu und her. Kann man da schon etwas verraten in dieser Richtung? Ja. Es ist sehr ein attraktiver Tourist und ich bin nicht die Einzige, die ihn attraktiv findet. Da wären wir mit Marie-Louise gehört. Nehmen wir an. Genau. Das ist die Part. Also ich darf die Rolle von Francesca übernehmen. Francesca ist Marina ihre Gegenspielerin in dem Sinn. Also ihre Rivalin, die ihr versucht, den Mann auszuspannen. Genau. Und Carmelina hat natürlich gesagt, es ging um ihr Leben und so. Handelt es sich da um eine reale Geschichte, die du da verarbeitest? Nein. Also nicht ganz. Ich meine, natürlich, ich habe einen deutschen Mann. Das ist in Sizilien auch immer relativ, gell? Und es ist auch sicherlich so, dass wir viele Verhaltensweisen aus den 60ern aufgenommen haben. Also wie verhält sich der Vater von Marina? Wie hat sich Marina verhalten? Wie hat sich ein Mädchen in Italien verhalten in den 60ern? Wie ist das heute noch mit der italienischen Erziehung? Oder ich bin sehr streng erzogen worden. Ich habe sizilianische Eltern. Und das war immer so ein Teil, wenn wir die Theaterproben gemacht haben, wo ich gesagt habe, das muss einfach mehr Leidenschaft und nein, das würde niemals, ein Vater würde niemals so reagieren und du, nein, du darfst jetzt nicht gegen deinen Vater so. Also da waren schon viele Einflüsse aus meiner Erziehung oder auch, wie ich es kenne, von meiner Familie in Italien und so Sachen, die jeder kennt, der eine italienische Familie hat. Die haben wir gut eingepackt in diese Geschichte. Was ist denn so quasi vom Stil her, wie würdest du es so beschreiben? Vom Tanzstil her, was bringt? Es hat ganz viele verschiedene Tanzstile. Und da
macht schon auch aus. Also wir haben klassische Tänze, wir haben moderne Tänze, wir haben pas de deux, wir haben mehr schnellere Sachen, Jazz. Habe ich vergessen? Ja, auch Showsachen, Showdance einfach, ja, haben wir auch. Also es ist sehr modern. Also es ist eigentlich alles modern. Es ist halt unser Pendant, also das Gegenteil von unseren klassischen Aufführungen. Wir wollten nur eine moderne Show mit allen modernen Tänzen und Stilrichtungen, die wir in der Ballettschule unterrichten. Und diese stehen einfach alle auf der Bühne. Natürlich haben wir dann noch eine klassische Nummer auf moderne Musik gemacht, weil das natürlich auch ein bisschen unser Steckenpferd ist. Das kommt auch. Aber es ist alles, es ist eben diese italienische Musik und da ist kein einziges klassisches Stück. Und auch wenn wir Klassik tanzen, ist das auf italienischer Musik. Und damit ist eigentlich auch schön dargestellt, dass die Ballettschule Kreuzlingen, obwohl sie Ballettschule heisst, aber sehr viele Tanzrichtungen anbietet. Ja, also wir bieten die akademischen Tanzrichtungen an. Das macht ja auch unsere Berufsklasse aus. Wir haben Ballett, modernen und urbanen Tanz, also die drei wichtigsten Hauptfächer an jeder Hochschule. Wir arbeiten ja immer ein bisschen Richtung Hochschulen, dass wir die Mädchen und Jungs darauf vorbereiten, wenn sie eben, so wie Michelle zum Beispiel, eine Tanzausbildung, also eine professionelle Tanzausbildung an einer Tanzhochschule absolvieren können und die dazugehörige Audition bestehen möchten, dann können sie das bei uns lernen. Wir bereiten sie darauf vor. Und wir haben eben auch deswegen neu ab Februar die Berufsklasse, die das erweitert macht, oder? Das ist unsere eigene Begabtenförderung, die wirklich auch mit sehr guten Dozenten, ich habe zusätzliche Dozenten, die genauso wie ich Erfahrung in Auditions und Hochschulen haben, eingestellt, dass wir da ein, wir haben ein größeres Team einfach, das ist irgendwie toll, dass wir die Mädchen besser darauf vorbereiten können, oder? Und dass wir die Möglichkeit haben, wir haben die Möglichkeit, wir haben die Mädchen, wir haben so tolle Mädchen und auch Jungs. Und jetzt haben wir halt auch, gehen wir ein bisschen mehr in diese Berufsrichtung. Und ja, und deswegen ist es immer wichtig, es heißt Ballettschule, aber es hat die drei akademischen Fächer, die es braucht. Marie-Louise Görner, wie deutet ihr jetzt vorbereiten auf die Show? Wie lange dauert das schon, die Vorbereitung? Und du bist immer auch noch ein bisschen aufgeregt vor den Vorstellungen. Also, wir haben angefangen zu trainieren vor Corona. Ja. Also, ich glaube, es ist schon fast 2 Jahre, als wir da dran sind. Durch Corona haben wir jetzt halt verschoben. Ja, genau. Also zweimal verschoben. Genau. Aber wir sind da jetzt recht intensiv am Üben. Ich bin eigentlich auch immer ein bisschen nervös vor den Aufführungen, wie es auch ein bisschen normal ist. Ja, aber ich bin mega gespannt und freue mich mega, die endlich zu präsentieren und zu zeigen können. Ich kann mir vorstellen, dass das dir auch so geht, Carmelina, dass das Baby quasi mal dann auf die Welt kommt. Ja, genau. Nach so langer Zeit, ja. Genau. Und da sind wir eigentlich so ein bisschen bei den ganz konkreten Daten und Fakten von der Show. Wann kann man die besichtigen oder geniessen? Und, also Anfang Dezember sind unsere 2 Termine, 4. und 5. Dezember. Das wird einmal eine Samstagabendvorstellung und einmal Sonntagnachmittag. Und Tickets? Tickets gibt es bei Seeticket oder beim Bodan. Und ja, es hat noch ein paar Tickets. Die sollte man sich jetzt sichern. Der Vorverkauf läuft ja schon eine Weile. Ja, genau. Und deshalb, ja, genau. Und sonst weitere Informationen, wo kann man die sich einholen? Also zu der Show, aber auch zu der Ballettschule Kreuzlingen. Also Ballettschule entweder einfach vorbeikommen bei uns, gell? Wir sind ja hier mitten in Kreuzlingen im schönen alten Tour de Suisse-Gebäude. Oder online, ballettschulekreuzlingen.ch, genauso wie bei der Show. Da haben wir auch eine eigene Homepage zugemacht, also roma-amor-mio. .com, nee, .ch, Entschuldigung. Und ansonsten einfach per E-Mail anfragen oder einfach vorbeikommen. Ich denke, so machen wir es. Mhm. Ich danke euch vielmals für euren Besuch im Studio. Wenn man euch so gehört reden, dann bleibt einem gar nichts anderes übrig, als dann noch die letzten Tickets zu sichern und in der ersten Reihe Platz zu nehmen. Merci vielmals. Danke auch. Danke. Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, und euch danke ich vielmals fürs Zuschauen. Wir sehen uns wie immer gleich wieder beim Bodensee TV Kreuzlingen.